bei den letzten Meetings Michael vom Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft an meiner Seite. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid, auch wenn heute das Wetter sehr gut ist und hier regional bei uns in Nördlingen, wer hierher kommt, der weiß das, findet heute endlich mal wieder ein Stabenfest statt, wo sehr viele Leute dort sind. Experiment Metaversum. Mein Name, der Thorsten hat schon gesagt, ist Michael Heilig. Ich bin der Leiter des Kreisverbands Donau-Ries, des Mittelstands BVMW, hier in diesem großen Wirtschaftsdreieck Bayerisch-Schwaben, Mittelfranken-Ostalb im bundesweiten BVMW-Netzwerk. Und wir möchten heute ein paar Informationen euch geben, vielleicht zum vierten Mal. Es ist das vierte Mal, dass wir heute hier sind und mit euch wieder neue, aufregende Sachen entdecken, nämlich das Metaverse. Was ist das Metaverse? Es ist eine Verschmelzung der physischen und der digitalen Welt. Aber was ist es eigentlich? Wie funktioniert es? Es ist eigentlich schwer vorstellbar oder ähnlich schwer vorstellbar wie früher das Internet, einige Jahre bevor es bei den Menschen angekommen ist. Und ihr, die ihr heute da seid, habt euch natürlich digitale Zwillinge, wie wir auch, erstellt. Und sind durch Avatare simuliert. Das heißt, wir haben in dieser Welt heute zudem noch eine spannende Mischung an Teilnehmern. Wir haben Experten da, wir haben Anfänger. Wir sind alle voller Neugier und des Forscherinteresses, eben Terra Incognita. Eins ist klar, es ist kein Science Fiction mehr. Und ich glaube, der Thorsten wird uns gleich jetzt erklären, welche Besonderheiten das Metaversum beschreiben. Es gibt da ja verschiedene Punkte. Ich glaube, es sind 6 oder 7 an der Zahl. Mitglied Treffpunkt Idee aus Nördlingen, welche die Anregung zu diesem Treffen in diesem Metaversum gegeben haben. So, also wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Michael, wie er es gerade dargestellt hat. Es gibt bei uns schon einige Themen, wenn man mal auf YouTube guckt, wo man sieht, dass die Sachen, die wir gemacht haben, immer so 1-2 Jahre voraus sind. Das ist hier genauso. Und ich kann natürlich jeden nur einladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Wir werden jetzt in Zukunft auch, dass wir nicht immer das Gleiche machen, immer ein paar neuere Informationen bringen, was das Metaverse auf sich hat. Und ganz kurz noch für die Leute, die heute vom PC dran teilnehmen, weil das ist Sonder hier dran. Man kann das mit der VR-Brille machen, da hat man etwas mehr Möglichkeiten und steht vor allem direkt im Raum. Aber Sie können natürlich auch vom PC aus teilnehmen und dann steuern Sie das so ähnlich wie ein Computerspiel, wie Sie es hier sehen mit den Tasten W, S, A und D. So macht der Michael das im Augenblick auch. Und gerne bei weiteren Fragen können Sie uns dann im Laufe oder nach dem Vortrag ansprechen. Oder die Sandra, die da vorne steht, unsere Organisatorin von dem Event, kann Ihnen erklären, wie Sie sich gut steuern können. Gut.